Freundinnen und Freunde, gerade hat mich eine beeindruckende Zahl erreicht. Heute hat nämlich in Berlin ein breites gesellschaftliches Bündnis mit sage und schreibe 250.000 Menschen für einen Stopp der TTIP-Verhandlungen und für einen fairen und einen gerechten Welthandel demonstriert. Und das ist gut so. Und wenn wir heute nicht LDK hätten, wären es noch ein paar mehr gewesen. Wir müssen verhindern, dass bei TTIP, CETA und Co. zentrale Errungenschaften unserer Umwelt, unserer Gesundheit und Verbraucherschutzgesetzgebung gegen einseitige Interessen von Wirtschaft und Konzernen verdielt werden. Denn sonst können wir unseren wichtigen Kampf gegen Gentechnik, Alex hat es schon erwähnt, und gefährliche Pestizide aufgeben. Genau dazu, liebe Freundinnen und Freunde, sind wir aber nicht und nie und nimmer bereit. Und über 3 Millionen Menschen haben in Europa gegen dieses TTIP unterschrieben. Natürlich müssen wir das ernst nehmen. Was macht die Union? Der CDU Bundestagsabgeordnete Joachim Pfeiffer aus Waiblingen, das ist derselbe, der das Grundrecht auf Asyl durch ein Gnadenrecht des Staates ersetzen möchte, diffamiert im Bundestag den bürgerschaftlichen TTIP-Protest als Empörungsindustrie und diskreditiert damit zivilgesellschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung. Und das offenbart ein wahrhaft ärmliches und rückwärtsgewandtes Demokratieverständnis. Ausgerechnet diejenigen, die immer so viel vom Ehrenamt schwadronieren, damit dann aber doch wohl nur Schützenvereine und Brauchtumspflege meinen. Aber weh, es denkt jemand selbstständig, ein Volk, das denkt, passt wohl nicht ins Konzept der CDU und es hat sich seit der Ära Mappus nicht geändert. Und deshalb ist es klar, die dürfen dieses Land, das mit Rot-Grün, mit Grün-Rot in die Zukunft einer modernen, offenen Gesellschaft aufgebrochen ist, nicht so schnell wieder regieren. Ob beim Kampf um bundesweite Gentechnikverbote oder auch um effektive Sofortmaßnahmen gegen das wahrscheinlich krebserregende Pflanzengift Glyphosat, es kommt darauf an, dass die Bundes- und die Landesebene gut zusammenarbeiten. Wir versuchen das als Vertreter der Landesgruppe im Landesvorstand. Und ich habe das Votum der Landesgruppe erhalten, außer mir auch noch Chris und Beate. Bislang war die Agnieszka dabei. Danke für die bisher immer gute Zusammenarbeit. Wir wollen dafür sorgen, dass wir weiterhin für ein super, schönes, modernes, grün-rotes Baden-Württemberg auch für starke ländliche Räume, da bitte ich euch im Blick zu halten, dass da auch die Flüchtlingsproblematik eine Herausforderung ist, eine große Chance, die wir ergreifen sollten. Auch hier können wir Baden-Württemberg stärker machen als vorher. Lasst uns es gemeinsam anpacken. Dankeschön.